Cariff Wynn Evans, Bubble Peddler. Ich hasse den Gedanken, zugänglich zu sein, meint der walisische Künstler Cariff Wynn Evans. Mich stimuliert die Vorstellung von Verschlüsselung oder wirklich jemanden bewusst zu machen, dass das Unsichtbare wahrnehmbar ist. Wynn Evans' Leidenschaft für Verschlüsselung prägt besonders seine Rauminstallationen, bei denen Text und Licht eine bedeutende Rolle einnehmen. So sind seine Lusterskulpturen, die eine Vielzahl an Texten aus einer jahrtausendealten Geschichte des Schreibens mit sich tragen, in das poetische äußere Erscheinungsbild der Sprache des Morsecodes gehüllt. Sprache tritt hier als Material auf, das permanent sein vielschichtiges Wesen offenbart und wieder verbirgt, während es einer Serie von Übertragungen und Kodierungen ausgesetzt ist. Licht bildet eine Komposition an der Grenze des Wahrnehmbaren, ein Medium, mit dem Wynn Evans die Betrachter und Betrachterinnen in verwirrende, beinahe hypnotische Welten führt. In diesem Ritual des Verkleidens werden das Sichtbare und das Unlesbare, das Offenbarte und das Verborgene miteinander verwoben.